Hallo und herzlich willkommen beim Küchenkönig. Hast du dich beim Arbeiten mit einem scharfen Gegenstand oder Messer in den Finger geschnitten? Oder hast du dich vielleicht beim Möbelumzug am Ellenbogen vom Rauputz im Treppenhaus aufgeschürft? Dann bleib dran! Ich zeige dir drei praktische Klebetechniken mit einem gewöhnlichen Pflaster, damit du auch schnell wieder einsatzbereit bist. Achte darauf, die Schnitt- und Schürfwunde vorher zu reinigen und gegebenenfalls zu desinfizieren. Für das Fingerkuppenpflaster schneiden wir uns ca. 5 bis 8 cm vom Pflaster runter. Dann von der Seite schneiden wir uns jeweils links und rechts ein Dreieck rein. Wenn wir das haben, legen wir unser Pflaster falschrum auf den Tisch, entfernen das Trägerpapier, achten aber darauf, dass wir nicht auf die hygienisch saubere Mullauflage kommen und legen dann unseren Finger bis ungefähr zur Spitze des Dreiecks, wo wir eingeschnitten haben, rein und dann klappen wir die linke und rechte Seite des Pflasters ein und kleben diese fest. Dann klappen wir das vordere Teil des Pflasters einmal komplett um und legen die Laschen links und rechts ebenso am Finger an. Können dazu den Finger auch drehen. Drücken einmal fest. Wie man sehen kann, liegt das Pflaster schön an und es sitzt auch bombenfest. Für das Fingergelenkpflaster schneiden wir uns zwischen 5 und 8 cm vom Pflaster raus. Und dann schneiden wir von den äußeren Ecken bis Mitte vom Pflaster so schräg ein Dreieck raus. Dann entfernen wir wieder das Trägerpapier, achten auch wieder hier darauf, dass wir hier nicht in die Mulleinlage kommen wegen den Bakterien. Wir schauen jetzt, dass diese Dreieckspitzen die Mitte unseres Gelenkes ist und legen unseren Finger hier rein. Dann können wir die Seiten einfach hochklappen und ankleben. Ebenso auf dieser Seite. Und so würde unser Fingergelenkpflaster jetzt aussehen. Für das Ellenbogenpflaster schneiden wir uns ca. 12 cm des Pflasters ab und dann von außen gehen wir dann wieder nach innen bis zum Mull und schneiden uns auch hier wieder Dreiecke raus. Auf jeder Seite machen wir zwei Dreiecke. Dann entfernen wir wieder das Trägerpapier. Achtung, auch hier wieder nicht auf das Mull kommen, um Bakterien zu vermeiden. Dann legen wir unseren Ellenbogen einfach mittig in das Pflaster rein. Gehen einmal nach links, nach rechts. Und dann können wir das Pflaster auch einmal andrücken. Und schon sitzt das Ellenbogenpflaster. Ich hoffe, mein kleines Video konnte dir helfen, damit du deine Wunde schnell versorgen konntest und jetzt auch wieder weiterarbeiten kannst. Wenn dir mein Video geholfen oder in irgendeiner Weise gefallen hat,
würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Abonniere und teile meinen Kanal und sei auch das nächste Mal wieder dabei. Ich sage Tschüss, bis bald beim Küchenkönig, euer Tobias.